Anfang Mai, der perfekte Big Fish Monat. Wir sitzen an einem Gewässer mit richtig großen Fischen. Ja. Da gibt es nichts Besseres, als mal so ein kleines Interview über deine private, persönliche Big Fish Angelei zu führen. Es gibt ja mega viele Leute, die dir schreiben, die dich fragen, wie du jenes machst, wie du dies machst. Und ich denke, das ist so die perfekte Art und Weise, darauf mal einzugehen und das mal so ein bisschen zu hinterleuchten und zu hinterfragen, dass du den Leuten da draußen erklärst, wie du was machst. Ja, ich denke, man muss prinzipiell erstmal unterscheiden. Gut, zum einen braucht man erstmal ein Gewässer, wo überhaupt große Fische drin rumschwimmen. Auch klar. Wobei, dass ich sage, mittlerweile gibt es ja in ganz Deutschland, wenn es nicht gerade überbesetztes Gewässer ist, überall schon große Fische. Und was man halt auch noch sagen muss, ich gehe ja prinzipiell nie ohne Vorfüttern zu angeln, also raus. Das heißt, bei mir spielt sich das alles, um die große Fische zu fangen, geht es eigentlich immer um Plätze vorzubereiten. Das ist auch die, denke ich, effektivste Art und Weise. Also wir sitzen jetzt hier an einem recht großen oder durchschnittlich großen Baggersee, ja, wie man ihn eigentlich überall in Deutschland findet, ja, mit einem sehr guten Fischbestand an großen Fischen auch. Ja. Und ich meine, bei mir zu Hause ist es nichts anderes, wenn ich rausfahre. Wir wollten eigentlich am Altrhein filmen, wollten die Serie weitermachen. Ja. Die Bedingungen sind nicht gut, das Futter lag noch. Genau. Dann haben wir uns entschieden, spontan hier eine Nacht zu machen. Einen kleinen hattest du ja. Genau. Schönen Spiegler. Aber es ist halt oftmals so, spontan mal eben an den heimischen Baggersee fahren und Fischfang funktioniert. Also in den seltensten Fällen. Ja. Und gerade dann noch einen großen zu fangen, ist schon. Deswegen für diejenigen, wo das zuhöre oder angucke, wäre jetzt viele sagen, ja, bringt mir gar nichts, weil es gibt ja viele, die wirklich ohne Füttern rausgehen. Und dazu kann ich zum Beispiel nichts sagen. Ja. Klar gibt es auch diese flachen Torstiche oder flachen, ja, Gewässer, die weiß nicht, im Schnitt 2 Meter tief sind, wo man viel halt dieses auf Sicht beangeln kann, sich zeigende Fische springen, ja, oder springende Fische anwerfen kann mit Pop-ups und denen ist, aber das trifft in den Baggerseen halt überhaupt nicht. Kann ich bei uns überall vergessen. Sagen wir es mal so, in dem Bereich, wo ich jetzt wohne, ich brauche prinzipiell nicht weit wegfahren, weil wir hunderte von Baggerseen im Umkreis von 50 Kilometer haben. Aber die sind halt alle ähnlich letztendlich. Das sind halt Baggerseen, die bis zu 20, 30 Meter teilweise tief sind. Ja, da brauchst du keinen springenden Fisch anspringen, ja, anwerfen. Ja, das klappt nicht. Das ist Quatsch, klar. Nee, ich würde halt sagen, im Prinzip, man braucht passende Gewässer. Und die Jahreszeit ist vor allem meiner Meinung nach auch wichtig. Im Frühjahr mache ich meistens den Fehler schon im März, April, dass ich da groß anfange mit Füttere, aber das bringt meistens eher noch nichts. Meistens ist es so eigentlich, dass, so wie du vorhin gesagt hast, jetzt ist eigentlich die Zeit Big Fish in dem Sinn, weil sie halt voll sind oder schwer sind. Ne? Aber meiner Meinung nach ist das nur eine kurze Phase, wo die vor der Laichzeit nochmal viel fressen. Wenn man da gerade füttert und das alles passt, dann kann man gute Fische fangen. Aber in der Regel ist es ja oft so, dass man die dann wirklich nur mit Pop-ups oder mit wenig Futter fängt. Meine Zeit eigentlich mit einem großen Fisch oder gezielt große Fische zu fangen, fängt eigentlich immer erst nach der Laichzeit an. Wo man halt auch gezielt füttern kann und dementsprechend da die große Fisch fangen kann. Und auch schon viel Futter einbringen kann. Genau. Weil wie du sagst, jetzt ist es halt Lotterie. Wir sind dieses Jahr eh mega spät dran, irgendwie um einen Monat versetzt. Ja. Wassertemperatur liegt jetzt, glaube ich, Oberfläche, was hat das Echo vorhin, so 15,5 Grad. Ja. Ist schon deutlich wärmer als, sag ich mal, bei uns im Norden. Das ist das Wasser echt noch recht kühl. Aber ist jetzt für den Mai dieses Jahr nicht die einfachste Zeit. Nee. Für mich ist halt immer so, klar, die Platzwahl. Das macht ja jeder irgendwie anders. Ich mache es meistens zum Beispiel so, ich suche mir eigentlich selten irgendwelche Plateaus oder markante Stellen aus. Ich suche mir meistens immer mit dem Boot, Unterwasserkamera, Plätze. Mit der Unterwasserkamera, die lügt halt nie, da sieht man halt genau, wie es unter Wasser aussieht. Da ist egal, ob es jetzt hoch, runter oder sonst was geht, wenn im Sand Schnauze drin sind, also die Kuhle, wo die Karpfen mit dem Kopf drin gesteckt, das sieht man. Ja. Da ist der scheißegal, wie es da, das ist ein Platz, wo man Fisch fangen kann. Und das sind, wie gesagt, ich suche mir meistens dann immer Plätze im See, wo halt nicht immer hart beangelt wäre, wie eben die typischen Plateaus. Und was ich halt auch immer mache, ich suche mir eigentlich immer Plätze raus mit weichem Boden. Sand, von mir aus ein bisschen Kraut, aber auf hartem Kies zum Beispiel, da angle ich persönlich nie gern. Nee. Weil ich halt einfach immer denke, erstens mal ist es hart, harter Kies, gibt es kein natürliches Futter. Mhm. Sieht man logischerweise auch nicht die Schnauze drin, wie jetzt im Sand, wenn sie nach Zugmückenlarve oder sonst was suche. Und vor allem, ich finde halt, alles, was man dort ablegt, liegt halt offensichtlich auf dem Platz.
Also wie auf dem Präsentierteller. Genau. Und auf dem, im Sand, da reicht ja schon, wenn eine Rotauge oder irgendein Flossenschlag von einem Fisch, dass das Ganze zumindest mal komplett wieder zugedeckt ist. Und je nachdem, gut, da können wir nachher noch drüber eingehen, weil ich denke halt, da viele Sachen hängen gar nicht mit dem Sehen von der Montage aus. Ich denke, dass viel mit dem Fühlen zusammenhängt, aber da können wir nachher noch drüber schwätzen. Ja. Wie gesagt, ich mache es halt so, ich suche mir halt die Plätze meistens mit der Unterwasserkamera. Dass ich halt genau weiß, für alle Dinge, das ist halt auch das Gute mit der Unterwasserkamera, man kann alles, was man macht, dementsprechend anpassen. Also sprich Montage und so weiter. Und was die Wassertiefe betrifft oder die Jahreszeit, wie gesagt, nach der Laichzeit ist es meistens so, ich sage jetzt mal, um Juni ist das meistens durch, das Ganze bei uns. Dann schwimmen die Fische wieder im tiefen Wasser auf, bis auf 6, 7, 8, 9 Meter. Das ist eigentlich auch die Tiefe, wo ich dann gerne angle, 6 bis 8, 9 Meter. Ja. Und das mache ich eigentlich dann bis Ende Dezember eigentlich durch die Tiefe, wo man sagen kann, da kann man entspannt füttern. Man kann es mit der Unterwasserkamera natürlich auch kontrollieren, ob das Futter wegkommt oder nicht. Aber die Anzeichen für einen Platz sind einfach die tellergroße Schnauze von den Fisch, wo man auf dem Grund sieht, wo man weiß, okay, hier war er schon mal Fisch. Und so mache ich es eigentlich immer dann mit der Platzwahl. Was ich auch in letzter Zeit immer mache, das ist, oder in den letzten zwei, drei Jahren, wie im anderen Video schon mal gesagt, ich bin mittlerweile viel zu faul mit dem Boot. Also versuche ich immer alles zu werfen und auf die Distanz mit 60, 80, 90 Meter, wo man entspannt angeln kann. Das wollte ich auch gerade sagen. Es geht halt auch genauso gut, wenn man kein Boot hat, sondern einfach nur übers Werfen angelt. Für die auch da draußen, die kein Boot an ihrem Gewässer benutzen dürfen. Genau. Und da ist halt auch der Vorteil, bis 60, 70 Meter kann man das gut mit der Waterwolf oder mit einer Fischspy, kann man die Plätze halt abwerfen und kann sich auch angucken, wie es unter Wasser tatsächlich aussieht. Und oftmals sind gerade das dann Plätze, wo die meisten übersehen, weil oftmals sind es einfach gerade Fläche, wo nichts Besonderes ist, wo man trotzdem eben sieht, dass die Fische dort fressen. Ja. Und deshalb ist halt Unterwasserkamera, egal ob das jetzt halt vom Boot oder Waterwolf, Fischspy, wo man werfen kann und auf dem Handy angucken kann. Und für die, die nicht markern und loten wollen, gibt es einen Deeper, den kannst du rausschmeißen, der zeigt dir die Tiefe an. Also es gibt alles schon für das Wurfangeln, genauso wie für die Technik am Boot. Und was da halt noch dazu kommt, das finde ich, das merkt, früher hat man immer geguckt, dass man keinen Krach oder dass man sich leise verhält. Mittlerweile ist das irgendwie gar nicht mehr der Fall. Da wird ja mit allem quer über dem Boot, Futterboot, Krach, scheißegal. Ich finde, das macht halt auch viel aus. Wenn man sich jetzt einen Platz sucht, verhält sich leise, wirft die Rute hin, das Futter hinterher, ist einfach unauffälliger, wie wenn man da dauernd mit dem Boot rumfährt. Ja, gerade wenn du irgendwie, weiß nicht, 30, 40 Meter rausangelst, eigene Uferkante, zack, drei Ruten werfen. Ja. Zurück zu in Ruhe. In dem Fall eher, manchmal werfe ich ja wirklich nur eine Rute auf den Platz, weil jede Schnur, die im Wasser ist, einfach eine zu viel. Das ist halt das nächste Problem, wenn halt irgendwo die Rute ablegst mit dem Boden, die Schnur geht kreuz und quer durch den See, die Fische kapieren das sofort, dass das wieder geangelt wird. Ne? Ja. Das ist ganz extrem. Und dann ist halt wieder das nächste, dann kommt das mit dem Futter. Da wäre, klar, es wird jetzt viele sagen, das gibt's nicht, das glauben sie nicht. Das mit der Unterwasserkamera, das sind über 10 Jahre, wo ich mit der Unterwasserkamera gucke, wo man halt sieht, was wollen die Fische wirklich fressen oder was fressen sie gerne und was eben nicht. Und Fakt ist einfach, die Karpfen suchen sich einfach das bessere Futter raus. Und aus meiner Erfahrung ist es einfach so, wenn ich auf lange Zeit einen Platz füttern will, dann brauche ich einfach einen guten Boilie. Und das sieht für mich, oder ganz wichtig ist für mich einfach, dass keinerlei Chemie da drin ist. Unkonservierte Boilies, ein hoher Eiweißgehalt, wasserlösliche Stoffe als Attraktoren drin, wie Rinderleberextrakt, Fischprotein, GLM. Und so soll für mich eigentlich das Futter aussehen und nicht eben irgendwie so eine Chemiekugel wie. Faktisch einfach, man sieht es mit der Kamera, ich habe es schon wie oft ausprobiert, welches Futter bleibt liegen und welches wird gefressen. Das kann man gemischt reinwerfen, dann wird das gute Boilies einfach rausselektiert und die schlechte bleiben liegen. Das ist einfach so. Und genauso ist es auch mit den Partikeln. Die meisten wäre jetzt nicht klar, wenn man sagt, man wirft Hanf auf den Platz und die Karpfen lassen den Hanf oder Tiger nicht liegen. Das ist einfach so, wenn eine gute Beule dort liegt, bleiben die Partikel liegen. Ja, ich hatte selbst im Dezember, dass Dosenmais genauso wie Boilies einfach unberührt da lagen. Es lagen zwar auch irgendwie kleine Rotaugen auf dem Plateau im Sand und so, du hast Fische gesehen, so Weißfische halt, die fressen das nicht und die Karpfen haben es auch einfach nicht angerührt. Ja. Also wenn welche da waren, konntest du das sehen, dass ein bisschen Mais, ein bisschen Boilies gefehlt haben. Mhm. Das sieht man auf der Kamera ganz gut, wenn gefressen wurde. Ja. Aber die Nahrungsaufnahme war echt gering. Ja, vor allen Dingen, gerade wenn man jetzt die Jahre zurückguckt,
wo ich angefangen habe zu angeln, war es eigentlich klar, man rollt seine Beule selber. Das ist gar kein Fertigbeules gegeben. Ne? Da hat man, was weiß ich, irgendeinen Vogelfuttermix damit ein bisschen Forelli. Wichtig war dann ein geiles Flavor mit Süßstoff und noch, was weiß ich, wenn es ein Erdbeer-Flavor war, musste da rot sein. Aber man hat damit Fisch gefangen, hat funktioniert. Damals gab es ja nicht den Angeldruck. Irgendwann kam das mit den Fertigbeules. Dann war man natürlich zu faul zum Rollen. Klar, dann hat man natürlich die Fertigbeules genommen. Und irgendwann dann auch wieder selber gerollt und dadurch, wenn man das alles ein bisschen zurück recherchiert, war dann irgendwann auch klar, dass die Fertigbeules, das habe nie den Erfolg gebracht. Gerade wenn man auf lange Dauer oder lange Sicht einen Platz gefüttert hat. Ja, es geht ja nicht darum, da ein, zwei Mal Boilies reinzuschmeißen, sondern es ist ja wirklich schon bei so einer Kampagne über Wochen, über Monate, genau, dass die Fische immer wieder kommen und das Futter auch immer wieder gerne fressen. Genau, und das ist halt auch der springende Punkt. Meiner Meinung nach ist es eigentlich immer so, das hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber die Großen sind eigentlich meiner Meinung nach leichter zu fangen jetzt wie die Kleinen. Erstens mal sind sie groß, weil sie viel fressen. Wahrscheinlich, weil sie halt mehr intensiver am See rumsuchen nach Futter. Aber die andere Seite ist wieder der Angeldruck, wo eine ganze Gewässerebene ist. Ne? Das heißt, ich versuche, einen guten Beuli zu füttern. Natürlich auch eine finanzielle Frage, logisch, aber ich sage halt, der eine raucht und sauft oder sonst irgendwas. Aber es gibt ja auch selbst schon hochwertige Boilies, gute Futterboilies, ja, die dich irgendwie 5 Euro kosten oder so und da sind gute, genau, Zutaten drin. Klar, genau, da sind jetzt nicht, 20% noch vorverdautes und das und Rinderleberextrakt, aber ein gutes Fischmehl, eine gute Grundbasis, ja, die wird der Fisch auch fressen, ja, auch über Wochen und Monate. Genau. Und für mich ist halt wichtig praktisch, dass ich das regelmäßig fütter, dann stelle sich meiner Meinung nach die große Fische auf den Platz. Und nicht oft. Was heißt bei dir regelmäßig? Gibt es da irgendwie ein Intervall, dass du sagst, alle 2 Tage, alle 3 Tage oder ist es dann auch bedingt? Teilweise auch jeden Tag. Das heißt, manchmal weiß ich selber, man hat das Gefühl, oh ja, heute passt das Wetter, die Fischphase. Da, wenn man es mit der Kamera kontrolliert, weiß man, da kann man 10 Kilo Boilies reinschmeißen, sind die den nächsten Tag fressen. Ne? Und dann hast du wieder Phase, dann schmeiß ich halt jeden Tag nur 1 Kilo oder jeden zweiten Tag plus 2-3 Kilo. Aber das Wichtige ist einfach, dass über Woche immer wieder Futter dort liegt und dass die Fische dort wissen, okay, da gibt es was. Und vor allen Dingen, dass man nicht zu oft auf dem Platz fischt. Ja, sonst ich verbrennt man das Ganze. Genau. Eben, ne? Ich mache es dann halt immer so meistens, dass ich alle 2 Wochen eine Nacht auf dem Platz fische. Das ist zwar eigentlich, denkt man, viel Aufwand für die kurze Zeit, wo man angelt, aber meistens ist es dann eigentlich so, in der eine Nacht, da fängt man den einen oder anderen Fisch und das passt. Dann lässt man den wieder 2 Wochen. Meistens ist es dann auch so, einen Tag danach, oder ich habe es zum Beispiel noch nie erlebt, dass ich jetzt halt mehrere Tage auf dem Platz sitze. Und es beißt und beißt und beißt. Meistens ist das einmal, man hat einen Tag, vielleicht noch der zweite Tag und dann ist er wieder abrupt wieder weg, wo die Fische einfach eine Scheuwirkung haben. Ne? Und da mache ich es dann immer so, meistens, wenn ich jetzt ein paar Fische gefangen habe, dass ich wieder irgendwas Geiles für die Fische ins Wasser werfe. Und wenn es 5 Kilo Teig sind mit Zugmügelarve oder Seideraub oder irgendwelche natürliche Sachen, dass die wieder zum Fressen dort animiert wäre. Also schmeißt du nicht dann monoton immer, genau, einfach mal nur 20 mm Boilies rein, ja, immer dasselbe Ding. Aber ein wichtiger Punkt ist auch da, gerade nachher im, sag ich mal, ja klar, Sommerübergang zum Herbst, wenn man wirklich mit viel Futter arbeiten kann, dass man es auch kontrolliert, dass man nicht sagt, ich komme jetzt einfach hin, genau, hab da irgendwie meinen GPS-Punkt auf meinem Plateau oder an der Kante und versenkt da alle 2 Tage 15 Kilo, weiß aber gar nicht, was wirklich gefressen wurde, genau, und hab da Unmengen an Futter liegen. Also das ist eine, das ist halt der Vorteil mit der Kamera. An der Kamera. Ja, das sieht man halt genau. Und wie gesagt, über die Jahre weißt du halt genau irgendwann, was die Fische wollen und was sie nicht wollen. Zum Beispiel über die Sommerzeit, da kann man Partikel füttern, da habe ich die Bock drauf, das funktioniert. Aber wenn kaltes Wasser ist, ob das jetzt im Frühjahr oder im Spätjahr ist, irgendwann, da lasse ich die Tigernis liegen, da lasse sie der Hanf liegen, da bleibt alles an Partikel. Höchstens, das habe ich schon wieder gemerkt, wenn man denen dann mal wieder ein Partikel gibt, wo, ob es jetzt weiße Bohnen sind oder irgendwas, wo sie nicht kennen oder irgendwas Neues oder wenn es vom Penny Mike die geschälte Erdnüsse sind, ne, so 120 Gramm Packung, die kippst du rein, die fressen sie. Komischerweise. Ja. Ne? Die brauchen ab und zu immer wieder irgendwas anderes, wo sie nicht kennen, dann wird es wieder gefressen. Dann funktioniert es. Gibt es da eine Wassertemperatur, wo du jetzt pauschal sagst, wie jetzt im Frühjahr, okay, ich würde nicht unter so und so viel Grad Partikel füttern, sondern klar, du fängst dann an, wenn du jetzt irgendwie im März anfängst zu fischen, fütterst erstmal rein nur Boilies. Ja. Ab was für eine Wassertemperatur würdest du starten mit Partikeln? Ich mache es eigentlich, klar, natürlich fängt man mit Sicherheit mit Partikeln rund ums Jahr, kann man damit Fisch fangen. Gibt ja genug, wo ich das mache. Aber wenn ich jetzt nach dem gehe, was ich auf der Kamera eben sehe, dann mache ich es eigentlich immer erst nach der Laichzeit, immer erst, wenn das Wasser mal 20 Grad oder so irgendwas hat, 20, 22, wenn es halt wirklich warm ist im Sommer, dann füttere Partikel dazu. Ja.
Buchweizen, Hanf, Tigernüsse. Und genau so nimmt das nachher im Herbst, wenn das Wasser wieder sinkt von der Temperatur ab. Weil sowas zum Beispiel auch viel, wo total auf die Tigernüsse schwöre. Ich sehe es immer so, füttert man schlechte Bäulis, fressen sie lieber die Tigernüsse oder der Hanf. Ist einfach so. Liegt aber ein guter Bäuli da, dann bleibt meistens die Nuss und der Hanf liegen. Ja. Ist einfach so. Und was ich halt auch schon oft gesehen habe, wenn man viel, gerade bei Tigern ist, man hat einfach, oder es ist eine Menge an Futter, wo man einfach reinkillen kann. Und da habe ich immer so das Gefühl, wenn da zu viel davon drin liegt, lasse ich ja einiges liegen. Ist das nur als Leckerli, wo ein paar dabei liegen, dann funktioniert das perfekt. Dann kann man Nuss dranhängen oder gerade eine schwarze Nuss zum Beispiel, die große schwarze. Ja. Habe ich schon so viele große Fische mitgefangen, wo ich dann immer beim Angeln eine Handvoll immer wieder dazu geschmissen habe. Und wenn es nur 10 Stück waren und als Hageköder so ausbalanciert die schwarze Nuss, das hat funktioniert. Sobald man aber einfach Menge von dem Ganzen, war es meiner Meinung nach immer das Gefühl, es funktioniert nicht. Aber das ist halt auch wieder das Nächste, gerade beim Hageköder. Wenn die Fische irgendwann, klar, die wissen ja teilweise, wo der Hage dran hängt. Dass man dann vielleicht halt immer wieder hergeht, einen speziellen Hageköder macht, ob es mit Teig oder mit Zugmügellarve oder gerade eben mal mit einer schwarzen Nuss oder irgendeinen Köder als Leckerli füttert, das mache halt ich oft. Praktisch, ich habe jetzt meine normale Boilies, vielleicht in verschiedene Größe. Seht, das wird ja auch gefressen auf der Kamera. Aber wie oft hat man es dann? Man hat keinen Biss, morgens guckt man, wundert sich, lässt die Kamera runter und sieht, das Futter ist alles gefressen, der Hageköder liegt da. Und oftmals ist dann halt so, wenn man da jetzt hergeht und macht halt einen besonderen Hageköder und eine Handvoll dazu, dass die Fische auf das eben speziell Bock haben. Das ist etwas, wo dann auch immer wieder in dem Fall funktioniert. Ja. Du angelst ja gerne oder relativ gerne unauffällig, also passend zum Beifutter, was du fütterst. Ja, das ist selten, dass ich irgendwas Buntes irgendwie mache. Gut im Frühjahr oder so, oft mit Pop-Ups oder so irgendwie. Oder wenn es mal Phasen gibt, wo es schlechter läuft, dass man dann mal was probiert, dem mal was Buntes anbietet, guckt, ob das funktioniert. Das sind so Sachen, die bei meiner Futterplatzangler immer recht gut funktioniert haben, dass man dann sagt, okay, man fängt irgendwie mal an zu wechseln, man hat mal einen Schneemann, man hat mal einen Sinker, mal einen 24er, mal irgendwie einen Wafter, einen 15 mm, mal Nüsse, mal Mais, dass man das, du fängst ja auch unterschiedliche Fische damit. Genau, ja. Aber wir wollen ja die Große. Wir wollen die Großen. Und bei der Große ist es einfach so, das sind einfach Boilifresser. Ja. Gute Boilies, dementsprechend regelmäßig auf dem Platz und ein Boilie in der Regel als Hageköder oder ein Wafter. Ich mache dann so, nehme dasselbe Mix und mache mal einen schwerelosen Hageköder draus. Das ist das, was eigentlich funktioniert für große Fische. Ich habe es dann oft schon gehabt, wenn du jetzt auch buntes Zeugs dran machst, dann sind es auch oft die kleinen Fische, wo das vielleicht ein bisschen schneller nehmen. Gerade in der Jahreszeit, wenn du warmes Wasser hast und die kleinen Fische aktiv sind, das habe ich auch oft bemerkt. Wenn du da was Buntes hast, sind die kleinen Fische mal als erstes da. Und das war damals, wo die Water Wolf immer rauskommen ist, gerade Adrian, der Scheurer, hat das ja oft gemacht, viel, viel mehr wie ich. Oder der Kai von uns hat es ja einmal gemacht, hat das auch bestätigt. Wenn auf dem Futterplatz die Fische fressen und der Pop-Up steht da, die ignorieren den. Da schwimmen 20 Fische auf dem Platz rum oder 10, die fressen wirklich die Boilies. Aber den Pop-Up, vielleicht einer, wo dann sich dann doch mal erbarmt. Aber wenn man wirklich sieht, was auf dem Platz abgeht, ist ein Pop-Up, wenn die Fische fressen, meiner Meinung nach. Na, die erste Wahl auf jeden Fall. Da gibt es für mich auch gar nicht so den Grund, da irgendwie was Buntes hinzustellen. Wenn das Wasser ist warm, ich arbeite mit viel Futter, warum soll ich da was anderes anbieten als das, was sie den ganzen Tag fressen? Sie wissen, davon geht keine großartige Gefahr aus. Sie fressen. Und genauso saugen sie den Hakenköder dann noch einfach mit ein. Genau. Gut, was halt dann auch mittlerweile ist es ja wirklich so, es wird ja überall in Deutschland, egal wo es mittlerweile ist, wird ja viel geangelt. Noch dazu, da wo es große Fische hat, wird sowieso mehr gefischt. Klar. Klar, die große Fische gibt es aus dem Grund, weil einfach mehr Futter ins Wasser fliegt und besseres Futter mittlerweile wie noch vor Jahren, sage ich jetzt mal. Deswegen hat es auch große Fische. Das heißt, man hat einen gewissen Angeldruck. Und was halt meiner Meinung nach extrem viel ausmacht, das ist die Montage, wo man verwendet, und das Vorfach. Ja, dann noch kurz eine Sache zum Futter. Wenn wir von viel Futter sprechen, ist es ja gar nicht dazu gedacht, um die Fische zu messen, um sie noch schwerer zu machen. Ich sage immer, bevor du viel Futter reinschmeißt, ist es wichtig, einfach kontinuierlich zu füttern. Kontinuierlich, ja. Dass immer Futter da ist, was die Fische fressen können. Das reicht ja schon. Du musst ja nicht alle 2 Tage 10 Kilo Futter versenken. Nee, brauchst du nicht. Kannst du auch genauso 1,5 Kilo versenken. 1,5, 2 Kilo jeden Tag oder von mir aus auch jeden zweiten Tag. Dann, was halt auch manchmal funktioniert, wenn die Fische wirklich richtig im Fresse sind. Man kommt jetzt her und versenkt wirklich 10, 15, 20 Kilo. Hört sich jetzt natürlich viel an. Jeder wird ja sagen, oh. Aber es gibt die Tage, das kriegt man mit das Gefühl irgendwann raus. Da versenkt man das Futter, wartet 2 Tage, geht auf den Platz, man sieht, das Futter ist weg, angelt. Und da hat man meistens oft
die große direkt auf dem Platz. Ja. Da steht die Menge an Futter da, warum auch immer, die machen sich wahrscheinlich breit auf dem Platz, ob die jetzt die kleine verscheuchen oder nicht, sei es mal dahingestellt. Aber das ist etwas, wo eigentlich oft funktioniert. Klar, es ist eine finanzielle Frage, ob man das will oder macht. Aber es ist etwas, was auf jeden Fall funktioniert. Gerade wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat zum Füttern gehen, wo man jetzt sagt, beruflich kann ich jeden Tag in den See fahren, gucken und machen. Wenn man mittwochs rausfährt, versenkt eine größere Menge Futter, gutes Futter, wartet einen Tag oder zwei und geht dann angeln. Ist fast, wenn es gute Fische auf dem Gewässer hat, sind die meistens auf dem Platz. Okay. Wenn der Platz dementsprechend ist, wenn es natürlich ein Platz ist, wo keiner rumschwimmt, kann man nichts fangen, das ist klar. Ne? Aber das habe ich aber auch schon das ein oder andere Mal gehabt, gerade bei mir am See, dass es letztes Jahr zweimal sogar so war, einmal im Sommer und einmal im Herbst, dass ich über eine längere Zeit gefüttert habe. Und der erste Fisch, der kam, war der größte Fisch oder ja, genau, der meistens größte Schuppi im See. Größte, ja. Also das, da bin ich, von dem, wo ich das Futter habe, bei dem ich kenne eigentlich niemanden, der so viel große Fisch gefangen hat wie der. Bloß veröffentlicht der halt so gut wie nie was. Ne? Aber da kann das auch bestätigen, meistens ist auf dem Futterplatz der erste Fisch, wo man fängt, ist einer von denen groß. Mhm. Warum auch immer, weil sie gieriger sind, ob das jetzt dummer ist oder keine Ahnung, wobei das ist auch nicht glaube, aber... Die scheinen sich da breit zu machen. Genau, weil wie oft ist es gerade die kleine Fisch, ist meiner Meinung nach eigentlich schwerer zu fangen, wahrscheinlich weil sie nicht so viel fressen oder nicht so viel brauchen. Ich meine, wir reden hier von Gewässern, wo jetzt keinen überdurchschnittlichen Besatz hat. Bei uns gibt es im Umkreis keine Gewässer, wo jetzt da hunderte von oder überbesetzt mit Karpfisch. Bei uns ist das alles immer spärlich besetzt und dementsprechend ist halt ein normaler Bestand. Ich denke, wenn man sieht, wo halt viel, viel kleiner sind, ist das wieder anders. Aber wenn ich jetzt das Verhältnis sehe, aufs Jagd sehe, die Doppel- und Dreifachfänge sind meistens die großen Fische. Mhm. Wenn da jetzt ein ich sage jetzt in Anführungszeichen, ein Fisch mit 50 Kilo, ein Spiegler oder ein Schuppi oder egal was das ist, der wird vielleicht einmal gefangen, vielleicht zweimal in zwei oder drei, vier Jahren. Das ist ganz anders als bei den großen Fischen. Die sind immer wieder, und die werden halt deswegen gefangen, weil sie halt auf dem Platz stehen. Also die werden auch nicht umsonst so groß, ne? Genau. Also ich glaub nicht daran, dass wenn man als, mit Sicherheit wird es das auch geben, aber wenn man als die Erzählungen hört, da gibt es große Fische, aber die fängt niemand. Die wären nicht von der Luft und von der Liebe groß. Ja. Die wären groß und da ist das Futter, wo ins Wasser fällt, und deswegen stehen die auf dem Platz. Und die, dann macht, aber es macht nicht jeder irgendwas falsch, das gibt es nicht. Also jeder fängt ja irgendwann seinen Fisch, deswegen, ich glaube daran nicht. Da, wo es große Fisch gibt, die fängt man mit dem Futter. Und bei dir ausschließlich Fischmehlboilies? Das ist auch das Nächste. Also ich denke immer, wenn man das liest mit Kohlenhydrateboilies oder irgendwas, wenn man sich den Nährwert von der natürlichen Nahrung anguckt, da gibt es keine Kohlenhydrate, weder beim Krebs, weder bei Zugmigelarven noch sonst was. Also das gibt es bei denen nicht. Wachsen die halt auch nicht von. Genau. Und deswegen, ich verwende eigentlich, oder so macht es eben auch der Benny mit dem Futter, da wird im Endeffekt so wenig Kohlenhydrate reingemacht als Binder. Mehr eigentlich nicht. Das Hauptding ist eben, ich will ein Fischmehlbeule mit einem guten Eiweißgehalt, ein paar wasserlösliche Zutaten als Attraktor, Aminosäure, sprich Rinderleberextrakt oder das GLM, Fischprotein. Das sind die Sachen, die ich da drin haben will. Oder ob es jetzt Garnelemehl oder irgendwas, was halt fischig ist. Und so muss für mich ein Beule sein. Deswegen irgendwas mit Kohlenhydrat oder irgend so ein. Ja. Klar, fängt auch alles. Fängt natürlich an, gibt's gar nichts, aber. Gerade wenn das Wasser warm ist. Da funktioniert's. Ich habe das zum Beispiel, als ich dann mit der Unterwasserkamera angefangen habe zu arbeiten, gemerkt, dass es nachher ab einer gewissen Wassertemperatur, ich weiß nicht mehr wie viel es war, aber es war so Ende Oktober, dass ich einen Mix aus beiden gefüttert hatte. Ich hatte noch welche, habe gedacht, die verfüttere ich jetzt mit. Und das Einzige, was gefehlt hat auf dem Platz, waren die Fischboilies. Und die Kohlenhydratboilies lagen noch da. Die sind später erst verschwunden. Ja. Aber das war schon mal ein eindeutiges Zeichen für mich. Die bevorzugen die Fischmehlboilies und fressen dann erst, ja, weil es nichts mehr gibt, den Rest. Genau. Und genauso war es nachher mit den Partikeln genau. Also auch. Und das ist halt das mit der Unterwasserkamera, wo du ja selber gesagt hast. Das bringt so viel. Man lernt, ich sage immer, die Unterwasserkamera, die lügt nie. Du lernst so viel über Futter. Selbst wenn du richtig gute Boilies fütterst. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, du nimmst jetzt einen ganz einfachen Fischmehlboilie und nimmst dazu, meistens siehst du dann in der Farbe ein bisschen oder in der Form, haben wir, wie gesagt, ich habe so viel ausprobiert immer mit der Unterwasserkamera. Jetzt nimmst du wirklich einen hochqualitativen Leberboilie mit Rinderleberextrakt, mit Fischprotein, einfach wo ein hoher Attraktor hat. Du kannst mit der Kamera gucken, die Fresse echt.
den Beuli und wenn von dem nichts mehr da ist, dann fressen sie den Rest. Die rennen, die meisten meinen, ja, da schmeißt man irgendwas ins Wasser, die geht da drüber wie die Schweine und fressen das. Nee, das, die suchen sich das bessere Futter aus. Ich wollte gerade sagen, das sieht man auch so vielen Unterwasseraufnahmen, dass sie das testen. Die nehmen es hier zwischen ihre Lippen, spucken oder haben es sogar im Mund und spucken es einfach wieder aus. Die wissen merken, genau. Ist vielleicht nicht das Richtige. Ja, und so wie es Eva auch gesagt hast, das ist ja im Sommer dann die Zeit, wo eben die Partikel funktionieren. Wenn es warm ist, da funktionieren auch die Kohlenhydratbeule von mir aus. Natürlich fängt man kann mit allem irgendwo am richtigen Platz, wenn es dort liegt, kann man damit einen Fisch fangen. Aber wenn man es halt auf lange Zeit einen Platz füttert, dann muss das Futter funktionieren. Und das sind für mich einfach eiweißreiche Fischbeule. Ja. Denken wir über zu deinen Montagen. Ja, das ist halt wieder das Nächste. Ne? Ich glaube, es wird kaum mehr diskutiert oder geschrieben über irgendwelche Vorfächer. Ne? Für mich gibt es eigentlich nur einen Unterschied, das ist die Vorfachlänge. Ob das jetzt hat, ob da noch ein Ring dort ist oder ob das ein D oder ein H ist, ich glaube, das ist scheißegal. Der Haken muss ich drehen. Der einzige Unterschied, was ich mache, oder du zum Beispiel, nimmst immer das D-Rig. Ja. Funktioniert, fängt so ein Fisch. Punkt, braucht man nicht drüber diskutieren. Aber ich persönlich will halt am Haken einen Drehpunkt. Du willst es immer weich haben, dass sich der Haken in alle Richtungen drehen kann. Das heißt, wenn der Fisch von hinten kommt, dass ich das. Deswegen ist zum Beispiel der Ronny, war am Anfang einmal skeptisch mit dem Ronny-Wirbel. Ne? Aber mittlerweile bin ich da so überzeugt davon, wenn das steife Vorfach da, dort liegt und der Fisch kommt von hinten, dann kann sich zumindest durch einen Wirbel oder selbst wenn man es als Kombi-Rig bindet, der Haken drehen. Ich denke halt immer, wenn er von hinten kommt, bei einem Steife, denke ich, ist das immer schwierig. Aber so Unterwasserannahme haben wir halt nicht, dass man jetzt sagt, okay, man kann es jetzt beweisen oder wie auch immer. Ich denke halt, wenn der Fisch von vorne oder von der Seite kommt, dann funktioniert das alles recht gut. Aber ich mag halt eben es, wonach am sich dreht, beweglich ist. Wichtig ist, Kopfsache. Dass man Vertrauen in das hat, was man macht. Genau, das sowieso. Und deswegen, ich denke halt, der einzige Unterschied, was bei mir ausmacht, ist die Vorfachlänge. Manche Fische vom Fressverhalten, die fängt man eben mit Vorfächer von 7, 8 cm. Und dann habe ich wieder Fisch gehabt, da habe ich 30, 40 cm weiche Vorfächer. Habe ich super gefangen. Ne? Aber das muss man halt ausprobieren. Und der einzige Unterschied beim Vorfach ist für mich noch, wie der Untergrund aussieht. Mir bringt es nichts, wenn es das Blei 15 cm in den Schlamm einsinkt, dass ich dann ein steifes Vorfach habe, wo es senkrecht aus dem Schlamm rausguckt. Das ist das Einzige, wo man anpassen muss. Aber ob das jetzt hat prinzipiell ein Mono oder prinzipiell ein weiches Vorfach ist, der Haken muss ich drehen. Und simpel und einfach. Wie gesagt, ob jetzt ein Ring dort ist oder ein Haar, ich glaube, das ist scheißegal. In dem Moment, wenn der das nimmt, dann muss es eben so sein, dass ich der Haken fassen kann. Wenn es ums Werfen geht, möglichst verhedderungsfrei das Ganze. Das ist natürlich wieder das andere. Es muss halt verhedderungsfrei dort liegen. Ja. Klar, mit einem Mono ist das halt einfach besser. Da passiert eigentlich so 99% nichts. Kann immer mal, dass sich der Haken irgendwo drum tüdelt oder so, aber eigentlich ist das immer relativ. Und was für mich einfach wichtig ist, gerade durch den ganzen Angeldruck, wo man überall hat, ich würde nie. Also ich verwende prinzipiell, ob ich jetzt werfe oder im Boot ablege, ich werde immer schwere Blei nehmen. Um die 200 Gramm. 100 oder 150, 180 Gramm, das nehme ich locker noch zum Werfen. Auf 60, 70 Meter passiert nichts. Und zum Ablege 200, 250 Gramm, weil ich einfach sage, beim ersten Peaks muss der Haken oder das Bleigewicht den Haken reinrammen. Das ist für mich das Wichtigste. Und das Allerwichtigste dann ist, dass das Blei entweder abfällt oder wegrutscht. Also ich angel nie ein Festblei, weil die erste Reaktion vom Fisch ist einfach das Kopf schütteln. Und da denke ich einfach, hebelt er sich wieder aus. Und in dem Moment muss einfach das Blei nach hinten wegrutschen oder abfallen. Abfallen halt nur, wenn es nicht anders geht. Wegen, will ich nicht unbedingt die Gewässer verschmutzen, eben mit der Blei, klar. Aber ich würde nie, ich habe so viel Fehlbiss, oder ich habe das lange nicht kapiert gehabt, dass viel Fehlbiss, wo ich gehabt habe, einfach durch ist. Das schwere Blei als Fischblei. Klar, belegte 200 Gramm, klar im Wasser hat das wieder eine andere Wirkung, aber da hängt halt ein paar Zentimeter vom Maul des Fisches, hängt halt so ein riesiges Gewicht. Und wenn man mal sieht, wie die Fische auf dem Platz stehen und mit dem Kopf schütteln, teilweise stehen sie ja wirklich die ganze Zeit lang und versuchen das nur loszuwerden, ist das mit so einem Gewicht natürlich einfacher. Ja, vor allem gerade wenn man jetzt ein kurzes Vorfach verwendet, was absolut effektiv ist, ein kurzes Vorfach, wenn jetzt unter dem Maul dann noch das riese Ding ist und dann macht er einmal so, dann bambelt. Das ist eigentlich der Grund, wo ich sage, das sind eigentlich gerade ein paar Piepser gehabt, mehr nicht, es war eine Brasse am Platz oder irgendwas. Dann sage ich, nee, das sind Karpfen, 100%. Die nehmen eben den Köder ins Maul, den Karpfen, nimmt den Köder auf, schüttelt mit dem Kopf, hakt sich nicht
Und das war das Einzige, was man dann gehabt hat, ein bisschen Zeiger, sind die zwei Piepser oder so. Ne? Und du das denkst, das ist irgendeine Schnur geschwommen. Ja. Ich hatte das bei mir auf dem Plateau, was weit draußen lag, dass er dann einmal hochgegangen ist. So dit und hat so zwei, drei Schritte wieder runter gemacht. Ich dachte, warum soll das jetzt passieren? Warum soll das Winge runtergehen? Weil es war nichts. Kein Wind, kein nichts. Das ist einfach das Denken, klar. Da war einer, der hat den Ködermaul gehabt, der hat das Blei verschoben, der hat das losgeschüttelt. Und ich habe es einfach liegen lassen, weil ich dachte, ja komm, vielleicht ist einfach kein Futter mehr da. Wenn er doof ist, kommt er wieder und nimmt es ins Maul und 20 Minuten später ist die Route abgelaufen. Kann natürlich auch passieren, klar. Aber im Regelfall ist es wirklich ein Fisch. Ich sage, sind es Fehlbisse. Also man hat, oder viel, klar, man hat Schnurschwimmer, je nachdem, wie die Schnur liegt, ist gar keine Frage. Natürlich kann es auch Brasse sein. Aber wenn das Ding mal hoch und runter geht, dazu eig wippt, dann war irgendwas im Köder meistens. Man sieht es ja, wie oft auf Unterwasseraufnahmen gesehen, wie oft die wirklich am Platz stehen und einfach nur schütteln und versuchen, das Ganze loszuwerden. Ja, und es passiert da draußen gar nichts. Genau, man kriegt gar nichts davon mit. Oder wie oft ist dann einfach der Platz leer. Man guckt mit der Kamera, Platz ist leer und der Hagelköder liegt da. Oder was, wo man es als manchmal sieht, klar, es funktioniert natürlich auch nicht immer, dass das Blei wegrutscht oder dass sich der Fisch dann hakt, hat man natürlich auch seine Fehlbisse. Aber man sieht es dann zum Beispiel, man kurbelt die Rute hoch und das Inline-Blei sitzt zum Beispiel nicht mehr auf dem, man weiß, man hat ein paar Piepser gehabt, das Inline-Blei sitzt nicht mehr auf dem Tadpool, auf dem Ring drauf, dann weiß man genau, okay, da war was. Oder was man auch gut machen kann, ist, wenn man zum Beispiel jetzt einen Safety-Clip nimmt, drückt den Wirbel ein bisschen zusammen, dass er eben ganz locker im Safety-Clip drin ist, dann hat man dasselbe Effekt, da habe ich es dann auch schon oft gehabt, da hat es ein paar Mal gepiepst, das Ding war, hat man nicht gewusst, was jetzt ein Fehlbiss, ziehst du die Montage raus und siehst genau, okay, der ist ausgehängt, das war ein Fehlbiss, ja. 100 Pro. Wichtig dabei auch, das weiß ich bei dir auch, dass du überwiegend Geflecht angelst. Du hast, egal auf welche Distanz, eigentlich eine 1:1 Übertragung. Du hast einen minimalen Puffer durch die Schlagschnur, aber bei einer Mono auf 150 Meter, da kriegst du halt gar keinen einer mit dem Segelboot durchfahren. Gefühlt, bis da erstmal ein Ton kommt, da kriegst du halt nichts mit durch die Dehnung. Ja, und was dann noch dazu kommt, so wie man es auch schon gesagt hat, ein schweres Blei, ob ich das weit ablege oder werf, ich weiß halt, es liegt. Es liegt auf dem Platz. Wir haben es schon ausprobiert. Gerade der Adrian haben wir es mal auf der Waterwolf drauf gehabt. Der hatte 200 Gramm Blei gehabt, also sogar 250 Gramm auf dem Kiesplatz. Abgelegt, die Waterwolf hinten dran, der fährt mit dem Boot zurück. Und jeder kennt es, die Schlagschnur rattert durch den Ring. Oder hakt einmal kurz irgendwo. Oder macht mal einen kurzen Rupper. Ja, hinterher schafft der Waterwolf genau gesehen, bei jedem Ruppler, wo durch den Ring gegangen ist, ist das Blei eben ein paar Zentimeter. Je nachdem macht es nichts aus, aber wenn es dumm läuft und die Rute liegt blöd, ziehst du das Ding ins Kraut oder rutscht der Hang runter oder sonst irgendwas. Es gibt halt Plätze am Ufer, das sind echt nur kleine Spots und wenn du dann schon weg bist, dann kriegst du einfach gar keinen Biss. Also für mich ist schweres Blei ein Muss eigentlich. Der erste Peaks muss man mit schwerem Blei den Fisch haken und dann muss es entweder, wie gesagt, abfallen oder eben nach hinten wegrutschen. Ja, da weiß ich, dass du eigentlich auch oftmals gerne ein Inline verwendest, dann mit dem Tadpole, da rutscht es einfach runter. Wenn du einen Leader hast, dann rutschst du noch über den Leader und es rutscht auch dann meist nicht zurück, weil der Knoten kommt, es hängt so durch. Dann hast du keine Probleme nachher im Drill vom Kescher, dass das Blei wieder zurückrutscht und vorne hängt. Klar, beim weichen Boden auch gerne ein Safety Clip. Genau, dass das Blei praktisch im Boden drin liegt und der Clip mit dem Vorfach oben drauf. Aber ich finde halt, mit dem Inline-Blei hat man halt einen direkteren Kontakt, oder der Fisch besser gesagt, zum Der geht sofort Blei. Ins Bleigewicht rein und hat nicht mehr diesen Spiel, den er noch hat am Clip und dem Wirbel. Genau. Deswegen schweres Blei ist für mich das A und so. Deswegen finde ich halt einfach wichtig, gerade weil es eben extrem alles beangelt wird, ist das für mich ein wichtiger Punkt, um mehr Fisch zu fangen. Scharfer Haken, ganz klar. Scharfer Haken ist klar. Hast du sofort einen Pieks vorne drin, der Haken sitzt. Gut, Hakeform, da hat jeder seine eigene, wo er sagt, wo er drauf schwört. Ist bei dir ein White Gape, ne? Ich nehme am liebsten White Gape, eben, dass mit der Hakenspitze nach innen, weil er einfach denkt, wenn die Spitze nach innen. Wenn er einmal sitzt, sitzt er besser. Der sitzt einfach besser, meiner Meinung nach. Gerade die Spitze, denke ich immer, so wie er reingeht, kann er theoretisch, klar, man hat einen Wiederhaken, aber kann er wieder raus. Wird man auch nie wissen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Da gibt es ja auch, da hast der eine angelt einen Zweier, der andere einen Fünfer, der andere die Form. Ja. Klar, irgendwie einen Shoddy-Haken am weichen Geflecht macht jetzt nicht so viel Sinn durch das außengebogene Öhr. So ein paar Richtlinien oder grundlegende Dinge gibt es schon, aber im Grunde genommen ist das ein Derrick mit einem Shoddy-Fisch, mit einem Curve-Shank, mit einem White-Gape, geht alles. Ja, was haben wir noch gesagt? Wichtig, klar, dann kommt die Jahreszeit noch. Deine bevorzugte Jahreszeit zum Big Fish angeln halt auch, wie du sagtest, Ableichzeit,
Genau. Ich weiß, dass du es gerne intensiv nachher im Herbst betreibst, bis sogar weit in den Winter rein. Ja. Gut, die andere Seite ist das, die Fische sind das ganze Jahr groß, die groß sind groß. Die sind einfach vor der Laichzeit dicker, nach der Laichzeit dünner. Oder ist ja scheißegal, wie gesagt, ein paar Kilo weniger. Aber die schönste Zeit, oder ist mir eigentlich wirklich, wenn ich so ab August meistens bis... Die beste Zeit ist mit eigentlich, früher war es eigentlich immer, hat mir immer gesagt, der goldene Herbst, wo ich immer denke, den gibt es gar nicht mehr. Im Herbst ist meistens entweder warm, Hochdruck, immer scheiße, ja. Zumindest bei unserer Region. Ich finde es bei uns immer der Oktober, wo man gesagt hat, früher so Oktober ist bei mir immer mit der schlechteste Monat gewesen. Genau, so September fängt es meistens an, Oktober ist total kacke. Wenn man Glück hat, fängt es im November dann nochmal richtig gut an. Wir haben halt da nämlich so kalte Winter wie vor 10 Jahren. Die beste Zeit ist eigentlich immer der Dezember. Verschiebt sich halt mega weit, ne? Dass der Winter eigentlich erst so ab Februar kommt, Februar, März richtig. Genau. Bis Mitte Januar, sage ich immer, kann man eigentlich immer relativ gut Fisch fangen. Am Dezember meistens, da ist meistens haben wir immer warmer Wind. Das ist so eine Zeit, da ist stürmisch, da weiß man genau, da kann man, obwohl das die Wassertemperatur nur noch 10 Grad hat oder so, da weiß man genau, da kann man wirklich Futter versenken, kiloweise, es funktioniert. Das war die letzten paar Jahre immer eigentlich. Und das geht eigentlich immer, meistens bis Weihnachten sowas, war es die ganze Jahre. Und dann fängt es an, dass es kälter wird langsam, dann muss man eben mit Gefühl füttern. Da ist dann das mit der Kamera wichtiger. Da mache ich dann meistens wirklich so, dass ich viel Teig mit Zugmückenlarve oder Mate, einfach mit natürlichen Köder, mal Würmer klein geschnitten oder nicht viel Futter, einfach geiles Futter, wo die Fische geil drauf sind und damit am Platz halt. Das ist oft so, da fährst du wirklich in dem Dreckswetter raus. Wenn du gerade hast zwei Plätze, je nachdem eine Boje vielleicht steht, fährst du raus mit der Kamera und versenkst wirklich 30, 40 Boilies und suchst die mit der Kamera, aber du siehst, okay, sie sind weg. Wenn sie noch dort liegen, dann sieht man es genauso. Ja. Aber da macht einfach ein geiles Futter dann den Unterschied. Wenn da jetzt zum Beispiel, wie wir es vorhin gesagt haben, Partikel oder irgendwas reinwirfst, interessiert ihn nicht. Selbst Dose Mais, wo jeder sagt, wow, Dose Mais, beste, super. Pff, liegt da auch. Ja. Da liegt genauso. Du brauchst eiweißreiches Futter. Je kälter das Wasser ist, ist es für mich umso wichtiger. Merkst du es dann im Gegensatz zum Sommer, was die Bissausbeute angeht, die Fischgröße? Ich denke schon, ne, dass man sagen kann, die größeren Fische sind deutlich länger aktiv und man hat auch nicht mehr die Masse an Bisse. Also so war es aus meiner Erfahrung jetzt mal. Ich habe mir jetzt nicht mehr wie im Sommer, dass du Nächte dabei hattest, wo du sagst, alles lief mega, ich hatte 4, 5, 6 Fische. Ja gut, ich glaube, das kommt dann wirklich aufs Gewässer drauf an, wenn man dann wirklich mal das eine oder andere hat, wo ein besserer Bestand hat. Was halt auch viel ausmacht, wenn natürlich wie viel oder beziehungsweise es gut ist, die meisten hören im Oktober, November schon auf zu angeln. Wenn man dann konkurrenzlos oder wenn dann noch 2, 3 Stück im Gewässer sind, wo auch mit angeln, dann geht es ja noch. Wenn aber noch 10, 15 andere da sitzen und jeder füttert. Das spielt immer mit in die Karten, ne? Das spielt halt prinzipiell. Im Sommer geht es, wenn man sich das vielleicht ganz ein bisschen taktisch macht, dass man eine Ecke nimmt, wo keiner angelt und sich ruhig verhält, die Schnüren schön absenkt und so weiter. Dann kann man das in Vorteile ausspielen. Aber im Winter, wenn dann mehrere draußen hocken und überall liegt Futter drin, dann fängt keiner mehr was. Dann ist es meistens rum. Ne? Die suchen sich ihr Freebies raus und das. Ja, das ist halt auch enorm wichtig, wenn genau, man so eine Kampagne fährt. Genau, aber meistens ist halt wirklich so, meistens bist du allein. Man hat noch der eine oder andere, aber wenn man sich halbwegs ein bisschen abspricht, der angelt in dem Eck, der andere in dem Eck, dann funktioniert das eigentlich immer noch relativ gut. Mit gutem, weniger Futter. Klar, so wie du jetzt gesagt hast, ich habe dann oft, dass halt einzelne Fische fängst. Und hast halt je nachdem immer wieder mal einen großen Fisch dabei. Was würdest du sagen, ist so der letzte Punkt im Jahr, wo es noch geht, einen Platz aufzubauen, wenn man jetzt recht spät mit seiner Kampagne startet, nicht schon im August, klar, das ist dann, das läuft durch, wenn man das weitermacht, aber was wäre so für dich der späteste Monat, wo du sagst, das macht noch Sinn, einen Futterplatz anzulegen? Ah, bei mir ist es eigentlich immer so, es kommt immer drauf, ist immer so eine Kopfsache, wo man durchhalten muss. Klar, wenn du jetzt im Sommer irgendwelche Plätze über Wochen, Monate durchfütterst, die sind irgendwann sind sie mal ausgebrannt, geht ja nichts mehr. Ne? Ich mache es oft so, dass ich wirklich einen Platz mir im Oktober, meistens November eigentlich, noch suche. Im November wird es meistens wieder gut. Oktober ist meistens Hochdruck bei uns, immer so eine Phase, wo sie nicht so richtig fressen. Da fange ich dann meistens an, vielleicht mit gutem Futter irgendwie, einfach, dass sie wissen, da gibt es was. Keine Menge, einfach, dass sie wissen, es gibt was. Und fange dann an, einfach immer wieder Futter neu zu schmeißen, dass ich das in den Winter neu angeln kann. Und angle aber wirklich dann mehrere Wochen gar nicht auf den Plätzen. Und wenn es nur alle 2, 3 Tage ist, mal ein bisschen was zu füttern, dass die Fische wissen, okay, da gibt es was. Habe es aber schon gehabt, dass im Dezember, wenn eben das geile Wetter mit dem warmen Südwestwind kommt, habe da angefangen, irgendeinen Platz zu füttern. Und hat auch genauso funktioniert. Ja.
Klar, wenn das irgendwann mal zu kalt ist, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Dann brauchst du irgendwelche Plätze, wo halt schon Woche vorher gefüttert hast, wo die Fische wissen, da gibt es was. Klar, es gibt so Gewässer, wo man jetzt weiß, da ist ein Baum im Wasser oder irgendwas, da steht die im Winter. Ja. Das ist wieder was anderes, aber das sind halt auch Plätze, wo jeder beangelt. Da kannst du halt nicht sagen, ich hocke mich jetzt dauernd dort hin oder komm selber an den Platz und dann sitzt halt jemand da und hast Pech. Deswegen suche ich mal halt immer Plätze, wo ich weiß, da angelt niemand in der Regel. Und dann musst du es halt so machen, dass du wirklich sagst, die Fischwiese über Woche lang, da gibt es was zu fressen, ob das jetzt ein eigentlicher Hotspot ist oder nicht, aber es gibt was zu fressen, ja. Und dann hat man eben die Chance, Fisch zu fangen. Und die suchen sie halt auch immer wieder auf, die Plätze, klar. Der muss nicht großartig gesucht werden, das liegt ja auf dem Silbertablett. Ja. Wie gesagt, das Wichtigste einfach ist prinzipiell bei dem Futterplatzangeln, dass man nicht zu oft auf dem Platz fischt. Ja. Dass man halt immer wieder lange Pause zwischendrin lässt und immer wieder Legalis füttert, wo die wirklich Bock drauf haben. Wie gesagt, eben mit Teig, wo eben mehr Attraktoren drin sind oder Zugmückelarve ist einfach was Geiles oder einfach mal 2-3 Liter Made auf den Platz schmeißt. So Sachen, wo die einfach Bock drauf haben. Das, ja, das ist eigentlich auch so ein wichtiger Punkt einfach. Sieht immer alles so schön einfach aus, ne? Wenn man immer die ganzen Bilder von den großen Fischen sieht, aber was am Ende da an Arbeit hintersteckt, das ist... Genau. Ja, die meisten meinen immer, das ist nur euer Wasser oder irgendwas. Wir haben bei uns so viel Wasser, wo überall große Fische drin sind. Bei mir ist dann immer so, klar, ich habe immer wieder der ein oder andere See, wo man über Jahre immer wieder fischt, weil man einfach gern dort ist, weil das Ambiente passt, weil es einfach geil dort ist, weil es einem gefällt. Bei mir ist dann immer so, ich habe im Jahr immer so meistens so 6-7 verschiedene Wasser, wo ich angle. Und da funktioniert es eigentlich überall, was die große Fische betrifft, wenn man das mit dem Futter und mit der Platzwahl halbwegs sinnvoll durchmacht. Dann funktioniert das. Ich weiß noch, dass du damals mal zu mir gesagt hast, wenn du das so betreibst, dann bist du mehr mit allem anderen beschäftigt, als mit dem eigentlichen Angeln selbst. Genau. Futter muss vorbereitet werden, es muss gefüttert werden, es muss hingefahren werden. Ja. Das nimmt schon so viel Zeit in Anspruch, das mit der Kamera gucken und dieses Angeln, diese eine Nacht oder diese zwei Nächte in der Woche, eine kurze Nacht machen, das ist dagegen ja ein Witz. Genau, aber das ist halt das, was am effektivsten ist, wenn man wirklich viel, man braucht, klar, nicht jeder hat die Zeit, nicht jeder hat die finanziellen Mittel dazu oder will die Zeit und das Geld nicht opfern. Das muss halt jeder für sich selbst, der eine macht es halt mit Leidenschaft, der andere nicht, aber das ist ja scheißegal. Das muss ja jeder für sich selber wissen, ob ihm das Ganze wert ist. Genau, man kann es ja auch in abgestufter Form machen. Man kann sowas, klar, ja fahren mit weniger Aufwand, dann vielleicht auch, wer weiß, mit vielleicht weniger Ertrag. Aber es ist auf jeden Fall ein Weg zu den großen Fischen. So, oder dein Weg auf jeden Fall. Genau, klar, da wäre jetzt viel sagen, das ist ein dummes Zeug, was da labert oder irgendwas. Wie gesagt, das ist nur meine Art und Weise zu angeln. Das muss jeder selber ausprobieren. Aber ich sage immer, gutes Futter, klar, man braucht das Wasser, gutes Futter, kontinuierlich füttern, Zeit lassen mit dem Angeln, nicht so oft auf den Plätzen fischen, halbwegs durchdachte Montage und dann funktioniert das Ganze normalerweise. Aber was ist für dich denn ein großer Fisch, wenn wir darüber reden? Ab wie viel Kilo fängt für dich ein großer Fisch an? Da gibt es ja auch welche, die sagen, ha, ein großer Fisch ist für mich 30, für andere ist es 15 Kilo plus. Ja, ja, ich mache das immer gewässerabhängig. Klar, wenn ich jetzt in einem See bin, wo einfach viel 20 Kilo Fisch drin sind, dann will ich den 25 Kilo Fisch, wo drin rumschwimmt. Wenn aber jetzt ein Gewässer hast, wo einfach weich ist, sind nicht mehrere 20 Kilo, 25 oder 30 Kilo Fisch sogar da drin, dann will man eben die große Fisch fangen. Aber ich glaube, das ist einfach für jeden selber Kopfsache, dass er weiß, was er kann in dem See fangen. Wenn in dem See nur in Anführungszeichen nur 50 Kilo Fisch drin rumschwimmen, dann bin ich mit dem zufrieden, wenn ich die fange. Und alles andere ist scheißegal. Guck mal, so wie jetzt im Rhein oder im Altrhein, wo wir da waren. Ja, über jeden Fisch freue ich mich, ob der jetzt 10 Kilo hat oder sowas. War geil, weil man weiß nie, was dran hängt. Das war einfach, war super. Klar. Von daher, das muss jeder für sich selber wissen, was ist groß. Aber sonst denke ich, wenn du halt an deinen Pools mit den guten Fischgewichten angelst, kann man sagen, so 25 Kilo plus, ne, die willst du dann schon. Die will man eigentlich fangen. Ja. Klar. Und wenn es ein 30 Kilo hat, ist das natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte. Ja, logisch. Aber letztendlich, das soll jeder für sich selber wissen, was für ihn. Klar, du hast, wie schon gesagt, jeder hat nicht die Anzahl an Gewässern mit so und so vielen großen Fischen. Große Fische, klar, schwimmen überall. Für mich ist ein großer Fisch 20 Kilo Fisch. Wenn es einen 25 hat, ist natürlich umso besser. Klar. Jeder möchte irgendwie große Fische fangen, aber sowas muss natürlich auch jeder für sich selber definieren. Was will er fangen? Was ist groß für einen? Was ist möglich? Genau, du weißt selber, so wie jetzt Kroatien, wo ihr wart. Da will ich keinen 20 Kilo Fisch fangen, da will ich die 30 Kilo Fisch und größer fangen. Ja, das ist halt einfach, das muss man einfach realistisch sehen, wie es einfach ist. Ja, genau. Klar. Und im anderen See, da schwimmen 200 Fisch drin, einen mit 20 Kilo, dann will ich eben genau den. Ja. Das muss einfach jeder selber wissen.
Aber ich denke mal, ansonsten so ein paar grundlegende Sachen. Wenn man die einhält, funktioniert das. Ja. Wie gesagt, also ich behaupte, die großen Fische sind eigentlich leichter zu fangen, wie jetzt unbedingt die kleineren. Der Große braucht das Futter, vielleicht weil er mehr rumsucht oder einfach mal mehr frisst. Noch dazu, nicht jeder Fisch hat die Veranlagung, groß zu werden, das muss man da sehen. Ja, klar, Genetik. Kommt dann da noch dazu. Das ist schon wie bei uns, ich fress doppelt so viel wie du. Und dementsprechend bin ich dicker wie du, ne? Klar. Nee, aber es gibt einfach ein paar Regeln, wenn man die so ein bisschen einhält, dann funktioniert das. Und ich sehe, das funktioniert. Mittlerweile habe ich so viele Kumpels, die das genau so machen. Bei denen funktioniert das ja alle, ob das jetzt der Uli ist oder der Adrian oder der Benni oder egal wer das alles ist. Die machen alle im Prinzip, es ist eigentlich immer Schema F. Ein bisschen rumexperimentieren mit den Vorfischer oder ein bisschen mit dem Futter hin und her. Aber das Grundprinzip macht jeder von denen gleich. Gutes Futter auf Dauer und dann funktioniert es. Und wichtig ist halt Vertrauen in das, was man macht und halt keine Gedanken mit groß irgendwie, ist das der richtige Haken, ist das halt so mit diesen kleinen Dingen, wo sich so viele, ich angel jetzt aber einen süßen Boilie oder soll ich lieber einen fischigen? Ja. Das haben wir jetzt schon thematisiert, aber da gibt es Sachen, da beschäftigen sich Leute mit, die könnten da ein ganzes Jahr mit verbringen. Das ist für Leute wie dich einfach schon, das findet gar nicht Kopf im Start. Mm-mm. Also, ich weiß gar nicht, ob das Futter verlasse, das funktioniert. Du weißt, dass deine Montagen funktionieren, deine Vorfächer funktionieren. Ja. Die Kampagne muss durchgezogen werden. Ja. Und dann kommen auch die Fische. Und dann, je nachdem. Ja, du weißt, wie es ist, wenn wir Filme gehen, meistens ist, wenn wir Filme gehen, meistens scheiße, da funktioniert nichts. Und dann gehen die Woche später, der Woche vorher, da knallt es dann wieder. Ne? Das kann man halt nie beeinflussen. Ja, du planst sind halt schon vorher. Genau. Und intuitiv hat man es dann ja im Gefühl, da kommt jetzt irgendwie im September, da kommt jetzt irgendwie eine Anfang September die Wetterfront, es kommt Wind, es kommt Regen, ein Tiefdruckgebiet. Ja. Wichtig noch, gibst du da irgendwie Wert drauf, was die Mondphasen betrifft? Sagst du jetzt Neumond, Vollmond oder ist dir das völlig Latte? Ja, ich denke, das ist total gewissabhängig. Viel sage ja, vom Vollmond ist eigentlich die Big Fish-Zeit. War jetzt zum Beispiel jetzt im April, war es tatsächlich so. Nur als Beispiel, da hatte der Eigenkumpel von mir knappe 30 Kilo Fisch gefangen. Das war ich mit Abstand der größte Fisch im ganzen See. Da war der Andi Weber, der Arsch, da hat zum Beispiel den Fisch gefangen, wo ich eigentlich anfangen will. Der hat 33 Kilo, ist auch so ein langer Fisch. War am selben Wochenende. Ein anderer Kumpel hat einen großen Fisch gefangen. Da hat es zum Beispiel funktioniert. Da zum Beispiel in ein anderes Gewässer, wo ich weiß, bei Vollmond, da beißt es super gut. Ein anderes Gewässer, da funktioniert Vollmond, weiß ich genau, beißt nichts komischerweise. Also irgendeinen Einfluss hat das Ganze, aber ich denke, das kommt halt aufs Gewässer drauf an. Du machst es einfach bei dir. Ah, du musst angeln, jemand Zeit hast, ne? Klar, das ist das Problem. Das kommt auch dazu. Ja. Klar, jemand, der Zeit hat, der kann hergehen, kann sagen, oh, es wird der Bass, ich gehe jetzt raus. Aber jemand, der ein bisschen Family oder einen Beruf hat, der kann ja das nicht. Ja, das ist auch dann gewässerabhängig. Also ich hatte noch einen anderen See, der recht verkrautet ist. Da war es zum Beispiel so, ich habe mir einen Platz am Ostufer gesucht. Und habe dann darauf geachtet, dass die Bedingungen passen, auch wenn Wind ist, klar, der schöne Westwind kommt. Und habe das auch versucht, auf dem Platz Fisch zu fangen. Klar, der Futterplatz war angenommen, es lief. Wenn jetzt mal kein Wind da war, es war jetzt nicht die perfekten Bedingungen, es war, die Sonne schien, ein bisschen mehr Hochdruck, kein Wind. Und ich habe dann wirklich geblenkt. Mhm. Aber in den Phasen, wo ich gesagt habe, das passt perfekt für den Platz, habe ich immer, immer Fisch gefangen. Mhm. Wo ich gedacht habe, klar, das ist gefüttert, das muss doch auch laufen. Ja. Nix. Ja, es gibt einfach so Phase, ne? Man entwickelt da auch dann sein Gefühl für. Genau. Und das ist ja das, wo du mittlerweile selber sagst, gerade mit einer Wasserkamera, wo du genau weißt, wie ist was funktioniert mit Futter. Ja. Wichtig ist einfach, oder was man lernt einfach über die Zeit, über die Dauer, wo man den ganzen Quatsch da tagtäglich oder Woche für Woche macht. Das Gewässer zu verstehen. Ja. Das Fressverhalten des Fisches zu verstehen. Irgendwann kriegst du Gefühl davon und irgendwann machst du es mit viel mehr Routine. Ja. Ja, so ist das. Ich denke, da haben wir mal gut was beleuchtet. Ja. Ich denke, da ist für viele was Interessantes dabei, sodass ihr eure eigene Kampagne mal planen könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Klar. Wenn ihr in die großen Fische angeln wollt, aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall mal. Wie gesagt, so mach's halt ich. Wie der Steffens macht. Ja, so sieht's aus.